Er war sehr, sehr erfreut, dass auch der Rechtsstaat in Österreich gesiegt hat, was ich ihm gleich versichert habe, dass das bei einem österreichischen Gericht so sein wird. Und zweitens sagt er, er wird intensiv an sich arbeiten, damit ja nicht irgendetwas passiert. Wie oft wird das kontrolliert? Wie kann man sich das vorstellen? Ganz praktisch. Schau, er muss Harnkontrollen so abgeben, dass man nachweisen kann, ob etwas genommen hat oder nicht. Das ist beim Kokain eine Woche, beim Cannabis drei Wochen Abständen. Das ist das eine. Und das andere, er muss die Therapien, die psychiatrischen und psychologischen, genauso weiter fortführen, wie er sie bisher gemacht hat. Jede Woche eine dieser Therapien. Das letzte Mal ist hochgekommen mit dieser Welle, mit den Kinderheimen und mit den Internaten.